Digisense ist eine Firma, die spezialisiert ist in Verwiegung, und zwar in dynamischer Verwiegung. Eine der wichtigen Applikationen und der umsatzstärksten Bereiche bei Digisense ist die Logistik. Dort haben wir verschiedene Produkte, die in der Logistik genutzt werden, um den Bestand zu messen. Wir machen das auf Basis von Wagen, die uns erlaubt, das Gewicht von jedem einzelnen Artikel zu verwiegen und aus dem Gewicht heraus zu eruieren, wie viele Artikel sie jetzt noch an Lager gelegt. Auf Basis dieser Technologie haben wir eine Anfrage bekommen von einem Kunden, der das gerne in einem gesicherten Bereich wollte. Wir sind anschliessend mit der Idee gekommen, die Technologie in einen Schrank hineinzutun und einen Zugriff zu gewährleisten über eine RFID-Karte. Und so aus ist dann die Idee des iCubit entstanden und daraus der D-Shop. Dans le D-Shop, on utilise des capteurs pour mesurer le poids des différents objets qu'on veut vendre ou qu'on a encore en stock. Et ces capteurs, on doit les connecter à des systèmes informatiques. Et le défi qu'on va avoir, ça va être au niveau de cette électronique qu'on va utiliser là-dedans. On aimerait des systèmes déjà qui consomment relativement peu d'énergie, parce que souvent on n'aimerait pas non plus les alimenter avec des câbles, on aimerait qu'ils soient alimentés avec des batteries. Ensuite, on a la miniaturisation. Ces appareils-là ne doivent pas prendre beaucoup de place, donc ils doivent être intégrés dans des systèmes qui existent. Et ensuite, on a également la communication. On aimerait que ces systèmes-là puissent communiquer et idéalement sans fil. Mais connecter ces appareils sans fil, ça pose des problèmes, principalement des problèmes de sécurité. Vu qu'il y a une communication sans fil, on peut imaginer que quelqu'un puisse essayer d'envoyer un signal ou de capter le signal. Ensuite, on aimerait pouvoir les mettre à jour pour pouvoir éviter ce genre de vulnérabilité. Das Innovative an dem InnoSwiss-Projekt, das wir jetzt zusammen mit Digisense gemacht haben, ist jetzt im Hardware-Bereich, im ersten InnoSwiss-Projekt, dass die Plattform, die Messplattform zur Anbindung von diesen Sensoren flexibel gestaltet ist. Und im Software-Projekt, im nachfolgenden InnoSwiss-Projekt, haben wir das von der Hardware, die Flexibilität, haben wir in der Software nachgebildet. Da haben wir zusammen mit Digisense, haben wir dort eine flexible Software-Architektur, eine sogenannte Open Software Architecture, haben wir integriert, die möglichst flexibel ist, damit wir verschiedene Sensoren, verschiedene Möglichkeiten von Kundenbedürfnissen abdecken und dort am möglichst bereit sind, für zukünftige Anforderungen einzubauen. Fachhochschulen sind für uns natürlich sehr wichtig, weil wir dementsprechend Mittel zur Verfügung haben, Ressourcen, junge Ingenieure, die auch innovative Ideen bringen, für dementsprechend neue Ideen in unsere Prozesse einzuführen. Sei es neue Technologien, neue Sensorik oder auch bestehende Sensorik zu verbessern, so was die Kosten reduziert werden können.